11. Mai 2018, 20 Uhr in der Bundesrepublik und 19 Uhr in Deutschland. Willkommen zu der Sendung von DDB Radio Freiheitszeit. Und wir freuen uns, dass hoffentlich alle Menschen in Mitteldeutschland und in Norddeutschland das letzte Unwetter gut überstanden haben, nicht so viel Schaden angerichtet wurde und niemand sonst zu Schaden gekommen ist. Heute wollen wir mal schauen, was die Menschen draußen so bewegt. Und hier bewegt sich auch schon einiges im Studio. Und viele Menschen sind wieder ins Studio gekommen. Und wir fangen an. Wolfgang, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Uwe und alle Menschen, die mit uns hier wunderbar die Sendung jetzt gestalten werden. Ich hoffe auf von außen her wunderbaren und geistreiche Informationen, die wir rausgeben. Fragen, die wir dann gut beantworten können, so rum ist richtig. Wunderbar, Entschuldigung, ja. Ja, macht ja nichts. Stefan, Hallöchen. Ja, von mir ein zünftiges Glück zu, von wegen des Handwerks an alle. Ja, und Patricia ist geblieben, auch dich grüße ich ganz lieb. Ja, hallo Uwe, hallo Wolfgang, hallo Stefan, dein Glück zu, von wegen des Handwerks habe ich vermisst. Jetzt habe ich es gehört. Ja, und ich grüße auch alle, die zuhören und freue mich auf die Sendung und bin gespannt, was da kommt. Und der Markus ist auch bei uns. Ich grüße dich auch. Ich wünsche euch allen guten Abend. Und Ingrid ist geblieben. Sehr schön. Ingrid, hallo. Hallo Uwe und ja, nochmal herzlich willkommen an alle hier im Studio und natürlich unsere lieben Zuhörer. Ja, Willi, was macht deine Stimme? Lass mal hören, grüß dich. Nix, das ist schlecht. Jetzt ist sie ganz kaputt. Na, vielleicht etwas später. Ich bin gerade so reingeschlüpft. Ja. Also, ich grüße alle, die im Studio sind und ich grüße alle unsere Zuhörer draußen und freue mich schon auf die rege Diskussion. Ja, und ich grüße noch das Telefon im Studio. Hallöchen, geht's gut? Unbedingt will wieder mit mir nicht sprechen. Ihr kennt das schon. Eine Musik, dann sind wir wieder da. Bis gleich. Ja, hier gibt's immer in der Freitagssendung die besonders schräge Musik. La la la. Können wir alle mitsingen, oder? Der Text ist schon nicht so schwer. Was meint ihr? Ja, aber auch richtig schöne Melodie. Muss man da dem Liedchen dann auch lassen. Also schön mitzutrellern ist es. Ja, mir ist gerade meine Luftgitarre zerrissen. Wunderbar. Hat wieder alles geklappt. Also, wir haben dann noch eine Mitteilung zuerst mal in eigener Sache. Und zwar die Einschreiben Rückscheine, ja, die für die Bankgeschichte eingeschickt werden, können in vielen Fällen aus organisatorischen, zeitlichen Gründen nicht abgeholt werden, weil es hier leider so ist, dass der entsprechende Kasten alleine hängt und nicht an einem Gebäude dran, wo auch sofort jemand wohnt. Ja.
Und dann muss man das Zettelchen mitnehmen und dann zur Post rennen. Da steht man dann für jedes Einschreiben erstmal eine fröhliche Stunde am Schalter. Alles das ist leider nicht zu machen. Deswegen, wenn jemand ein Einschreiben machen möchte, dann bitte ein sogenanntes Einwurf-Einschreiben und kein Rückschein-Einschreiben. Ja? Aber es geht auch mit ganz normaler Post, überhaupt gar kein Problem. Das Geld kann man sich schlichtweg sparen. Möchte ich also an dieser Stelle nochmal sagen, weil auch zwei E-Mail in der Sache wieder gekommen sind. Ich hoffe, die Menschen, die das betrifft, hören auch zu. Also die Einschreiben gehen nicht, weil die Adresse nicht stimmt, zurück, sondern aus zwei Gründen. Einmal, weil eben, wie beschrieben, das Abholen nicht zu bewerkstelligen ist. Und zweitens, weil der Postbote, der dort unterwegs ist, offenbar doof ist. Ja? Denn wenn dann da draufsteht, Adresse nicht zu ermitteln, dann ist das einfach nur Quark mit Soße. Natürlich ist sie zu ermitteln, aber es hilft ja nichts. Irgendjemand muss ja dann doch mit dem entsprechenden Benachrichtigungszettelchen zur Post rennen und da fängt es dann an zu haken. Gut, haben wir das auch schon mal gesagt, zu Anfang gleich. Und dann nochmal die Telefonnummer, die heute aktuell im Studio steht. 06271 785 2778. Und das Telefon ist auch ab sofort erreichbar. Ja, was sollen wir heute für ein Thema machen, liebe Leute? Ich habe vorhin auch gehört, dass die Informationen des Tages, also die sogenannten Nachrichten, die allerdings bei uns nicht nachgerichtet werden, einen Text vorgelesen hat, der sich für eine Sache, die sich also bald jährt. Und ja, vielleicht ist das aktueller als jemals zuvor, nämlich vom 8. Juni 2016. Was da aufgeschrieben wurde, also schon ist schon 2 Jahre her, muss man sich mal vorstellen, wozu die Allianz Erde gegründet worden ist und was dahinter steht als Idee. Nämlich, wir können das gerne nochmal lesen. Kann auch jemand anders lesen. Weiß nicht, hast du das noch parat, Patricia? Ja, ich habe es gerade wieder aufgemacht. Und zwar, so wie ich es dann umformuliert habe, das Original habe ich jetzt nicht, aber... Jetzt hast du es gleich, Moment. Guck mal. Da ist es, ich habe da auch das übernommen. Ich habe es auch wiedergefunden. Es war ein bisschen verschollen, ne? Ja, die Allianz Earth, die habe ich auch hier. Ganz unten. Ganz unten, okay. Kleine Sekunde. Und dieser Aufruf, wie gesagt, der ist, ja, was soll ich sagen? Guckt nach draußen, guckt in die Welt, was gerade los ist überall, wie sie wieder ihr Spielchen spielen, die sogenannten Regierungsleute, die Führer der Völker, die sich da versehentlich nur eingefunden haben, was sie gerade wieder uns vorführen, was für eine Mickey Maus und Hollywood-Nummer. Und da haben wir einen Aufruf. Bitte. Genau, gerne. Aufruf. Hiermit ruft die verfassunggebende Versammlung für Deutschland alle Menschen in den deutschen Gebieten, in Europa und auf der gesamten Erde auf, ab sofort die Versammlung der Menschen zu organisieren. Diese Organisation soll folgenden Namen tragen, damit weltweit der Begriff verstanden werden kann. Allianz Earth, Allianz Erde. Ruft überall auf der Erde eure verfassunggebende Versammlung nach Völkerrecht aus. Baut gemeinsam ein eigenes Staatswesen in euren Gebieten auf. Verweigert die Zusammenarbeit mit den Firmenstaaten in euren Gebieten. Schafft neue Institutionen und helft einander in allen Bereichen, die notwendig sind. Kommt alle in die entsprechenden technischen Einrichtungen im Weltnetz oder schafft sie sofort, wenn noch keine Möglichkeit vorhanden ist. Sprecht miteinander, nicht übereinander, damit zum ersten Male tatsächlich ein gutes und fruchtbares Miteinander entsteht. Für die Menschen in den deutschen Gebieten gilt darüber hinaus der folgende Aufruf. Reichsbürger und Teilnehmer der vielen sonstigen Gruppen,
verlasst diese Organisation und findet euch mit den anderen Menschen zusammen. Eure sogenannten Wortführer oder Gruppenleiter spielen ein falsches Spiel mit euch. Sie können ihre Behauptungen niemals belegen. Sie sind einfach falsch und missachten juristische Fakten und Grundsätze. Sie täuschen euch ebenso wie die BAD-Akteure. Ihr seid Deutschland seit über 1300 Jahren. Wer das nicht so genau weiß, der möchte sich bitte erkundigen. Ihr werdet dann selbst feststellen, dass Deutschland kein Begriff der Alliierten war oder ist, sondern die geschichtlich korrekte Bezeichnung für die Gebiete der deutschen Völker, lange bevor es ein Kaiserreich gegeben hat. Und ihr werdet herausfinden, welche Fahne die richtige ist und welche Hymne woher stammt und wem sie zuzuordnen ist. Ihr werdet erfahren, wer der wirkliche Feind schon immer war und bis heute geblieben ist. Hört auf, euch irgendwelchen Herrschern zu unterwerfen, die es nicht einmal wert sind, namentlich genannt zu werden. Blut klebt an ihren Händen, unseres, wie das Blut von Milliarden Menschen aus allen Ländern. Erkennt, wer ihr seid. Ihr seid ein Teil eures Volkes. Euer Volk ist ein Teil der Menschheit. Und daher steht jetzt alle auf und kämpft. Kämpft mit den Mitteln, welche euch die Evolution gegeben hat. Kämpft nicht für euch alleine, sondern für alle, denn nur darin liegt die Zukunft. Wer nur für sich kämpft, für seine kleine private Welt und somit für einen eigenen Vorteil, der hat bereits verloren. Die deutsche verfassunggebende Versammlung unterstützt die freiheitlichen Bemühungen aller anderen Nationen, den Frieden, die Freiheit und die Souveränität jedes Einzelnen, wie jedes Staates und jede Region und den Erhalt ihrer Eigenarten, Kultur und Traditionen. Die verfassunggebende Versammlung für den föderalen Bundesstaat Deutschland, der Versammlungsrat, am 8. Juni 2016. Ja, vielen Dank, Patricia. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Oder was meinen die anderen hier im Studio? Ja, ich würde gerne was sagen. Mhm. Und zwar, ich hatte in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Darum ist mir das besonders wichtig, weil dort die Mannschaft noch dringend Verstärkung braucht. Mit Menschen, die dort in strukturleitenden Positionen gewesen sind, in der DDR beispielsweise, die aber alle noch ein gewisses Angstgefühl haben und keine Sicherheit haben, inwieweit das, was wir hier machen, rechtens ist. Das will ich jetzt hier auch nicht groß auseinandersetzen. Das haben wir oft genug getan. Das kann man auf unserer Internetseite auch im hohen Maße nachlesen. Aber damit ich hier nicht ganz pauschal daherrede, würde ich gerne denen sagen, das Grundgesetz müsstet ihr alle noch zu Hause haben. Und bitte notiert euch mal den Artikel 20 des Grundgesetzes, der im Artikel im Absatz 4 sagt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Da wir genug schlimme Sachen täglich erleben, ist diese Abhilfe unbedingt, dieser Widerstand unbedingt erforderlich. Der zweite wesentliche Artikel, die Rechtslage. Artikel 25, bitte schreibt euch den auf draußen, der da lautet, die allgemeines Völkerrecht als Bestandteil des Bundesrechts. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Bitte mal gut merken, einstecken. Wir sind keine Nachtschattengewächse. Wir sind auf der Seite des Rechts. Und als Letzten bitte unbedingt nochmal merken, Artikel 146. Ja? Artikel 146, die Geltungsdauer, das Grundgesetz, das sich nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für die gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage,
an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Bitte das mal dazu als Ergänzung zu dem, was wir vorher gerade gehört haben. Danke euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das aufzuschreiben. Ja, wer es nicht aufgeschrieben hat, fast alles das ist auch leicht zu finden, zum Beispiel auf der ersten Seite der verfassunggebenden Versammlung. Da findet man Artikel 146, 133 und Artikel 25. Und es ist richtig, Artikel 20 Absatz 4 ist natürlich auch dahingehend die aktuelle Bundesregierung, und zwar nicht nur diese, sondern auch schon die davor, haben längst angefangen, die Grundordnung, die vorgesehene Grundordnung von 1949 zu zerstören. Und der größte, sagen wir mal, die größte Aktion in der Richtung, die Grundordnung für das Besatzungsorgan damals Bundesrepublik Deutschland zu zerstören, hat 1990 stattgefunden. Und seitdem vergeht kein einziger Tag, an dem es unterwandert und gebrochen wird. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Ja, Uwe, hi, hier ist Regina aus Ortmund. Ja, grüß dich. Hallöchen. Ich habe kurz eine Sache zum Thema Grundgesetz und Verfassung. Ich habe mir vorhin ein Video von Oliver Flesch angeschaut. Da hat er ein Gespräch mit dem Anwalt Markus Rocher Meinel. Ein sehr kompetenter Mensch, der ist Medien- und Familienrechtsanwalt, und der hat gesagt, das Grundgesetz müsste sowieso geändert werden, und dann hat er aber hinterher noch gesagt, am besten wäre es aber, wenn wir uns eine Verfassung geben würden. Ja, wenn jemand das schon mal gelesen hat, dieses komische Grundgesetz. Alle reden vom Grundgesetz, aber ich habe manchmal das Gefühl, keiner hat es gelesen. Ja, ist so viel wie früher mit Schallplatten von Roy Black. Jeder fand ihn doof, aber keiner hat die Platten, und keiner hat die Platten gekauft, aber die Platten gingen trotzdem zu Millionen raus. Ganz komisch, ne? Umgekehrter Fall. Warum lesen die Menschen das nicht? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Aber weshalb ich jetzt noch auf dieses Video überhaupt hinweise? Mhm. Das Interessante war dann die Reaktion von diesem Oliver Flesch. Aha. Denn so ganz weiß ich nicht. Ich weiß, so ganz traue ich dem Burschen nämlich auch nicht. Weil der ist da überhaupt nicht drauf eingegangen. Null. Ganz cool. Ja, das ist seltsam, ne? Denn wenn man es genau nimmt, außer dass die zwei Worte verfassunggebende Versammlung da nicht drinstehen, steht trotz sonst alles drin. Ja? Richtig, ganz genau. Ja. Diese Worte ergeben sich dadurch, dass man, wenn man bis unten 146 durchgelesen hat, muss man dann nur noch fragen, und wie mache ich das jetzt? Dann komme ich automatisch da dran. Ganz genau. Also wie gesagt, das war einfach für mich wieder so ein kleiner Hinweis, dass dieser Oliver Flesch eventuell auch nicht so ganz astrein ist, weil sonst wäre er ja darauf eingegangen und hätte ja gesagt, was meinst du damit mit der Verfassung? Er hat das dann im Gegenteil so ein bisschen abgetan. Ne? Er wurde dann nicht weiter darauf eingegangen. Also ich kann euch gerne mal den Link zu dem Video schicken, ja, wenn ihr das möchtet, per E-Mail. Ja. Das Video ist allerdings 53 Minuten, und ich müsste jetzt erstmal raussuchen, ab welcher Minute der Anwalt das gesagt hat mit der Verfassung. Na, vielleicht kannst du dich so ungefähr noch an die Stelle erinnern, nach 10 Minuten, 15 Minuten oder so, kannst du dann dabei schreiben. Ne? Oder zum Ende hin. War ungefähr in der Mitte, aber ich werde es einfach nochmal ein bisschen durchhören. So ein paar Passagen, und vielleicht finde ich ja ungefähr die Stelle, weil da schreibe ich euch ja dann normalerweise auch immer mit rein, welche Stelle das ist. Ja, okay, super. Na? Ja gut, dann noch eine schöne Sendung für uns alle. Jo, danke dir, bis bald. Bis dann, Uwe. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Ja. Ja, natürlich wissen die das, ne? Natürlich. Ja, was meint er zu dem Aufruf? Die anderen hier im Studium, Wolfgang, Stefan, mit dem Aufruf, der schon 2016 rausging, an alle
ja, Nachbarn, kann man sagen, es ebenso zu tun und sich eine verfassunggebende Versammlung durchzulesen und auszurufen, auch wenn sie vielleicht eine aktuelle Verfassung haben. Wäre doch was, oder? Ja, ich habe da ja so im Ringsrum immer mal wieder mitbekommen, dass der eine oder andere sich da seine Gedanken da dazu gemacht hat, aber bis jetzt ist die breite Masse noch nicht wirklich da dazu aufgewacht, dieses auch wirklich zu verstehen, was es im Grundsatz für jedes Volk denn eigentlich bedeutet, sich selbst aus dem Volke heraus zu bestimmen und nicht bestimmen zu lassen von Dritten. Ja, in Bayern könnte es vielleicht so sein, dass sie noch immer drauf rumreiten, ja, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ja, wir haben doch eine in Bayern, wo halt auch in Bayern sehr genau darauf geachtet wird, dass es in den Schulen reingebläut wird. Ja, wobei natürlich auch eine solche Verfassung, die innerhalb der Zeit der Bundesrepublik Deutschland entstanden ist, natürlich keine sein kann. Also Bundesrepublik Deutschland vor 1990 sein kann, weil das einfach juristisch gar nicht funktioniert. Nee. Aber das wollen Sie ja da nicht hören, oder? Wollen Sie das hören? Ich glaube nicht eher, oder? Die Bayern. Nee, also da früher die Meinungen waren, ja, und Franz Josef Strauß und machen wir die Grenzen dicht und den machen wir zum König und dann geht's uns gut. Das war die allgemeine Meinung in Bayern über Jahrzehnte. Ja, so einfach geht's auch nicht, ne? Ja. Ja, dann schauen wir uns mal, lassen wir den Menschen doch mal was zu sagen. Oder war der Text zu schnell vorgelesen? Kann ja sein, glaube ich aber nicht. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Ja, klar. Und zwar denke ich, dass beispielsweise dieses Gemeinschaftsgefühl, was bei uns schon selbstverständlich ist und in vielen Bereichen der Gesellschaft meistens da, wo die Menschen aufeinander dringend angewiesen sind, auch vorhanden ist. Aber in anderen Bereichen auch wieder bei weitem nicht da ist. Wo eher die Konkurrenz, das Konkurrenzdenken, wo die Säure des Kapitalismus seine Spuren hinterlassen hat. Jeder ist sich selbst der Nächste, der Stärkste, der ist oben, wer unten ist, ist schwach. Und unter Volk verstehen sie immer die Kleinen, die unten irgendwo rumwimmeln. Und wer oben ist, der gehört nicht zum Volk. Diese alte Denkschema der Eitelkeit, die ist so eingraviert noch bei vielen Menschen, dass sie dieses Gemeinschaftsgefühl gar nicht als so wertvoll bei vielen, sagen wir mal, durchkommen lassen wollen oder überhaupt akzeptieren. Das ist meines Erachtens, höre ich immer wieder aus Gesprächen raus, dass sie sich mit dem Volk nicht identifizieren wollen. Nur die wirklich darauf angewiesen sind und die wirklich, sagen wir mal, zu spüren gekriegt haben, wie dreckig der Kapitalismus ist. Also über lange Zeit produzierte Vereinzelung, ja, die natürlich auch in Arroganz, in gegenseitige Kleinkriege, ja, um Gartenzaun, wenn es gerade nichts anderes zu streiten gibt, haben wir ja immer noch den Gartenzaun oder ähnlichen Quatsch, Vereinzelung in jeder Art und Weise. Und das jetzt wieder zusammenzufügen, scheint ganz, ganz schwierig zu sein. Ja, ja, das meine ich. Ingrid, was meinst du zu dem Thema? Ja, ich lebe hier auf dem Dorf und es ist wirklich nicht leicht, die Menschen wieder zusammenzufügen. Die identifizieren sich im Grunde, wir hatten ja am letzten Wochenende gerade Schützenfest, dann können sie eine Einheit bilden oder in der Feuerwehr, aber wenn es darum geht, hier gemeinschaftlich gegen einen, wir haben hier einen Riesenhof, der lebt von Subventionen, also der wird subventioniert und jetzt sind viele Landwirte haben jetzt Angst um ihre Existenz. Ich habe mit mehreren gesprochen und gefragt, ob sie vielleicht gemeinsam für sich eine Lösung finden, wie sie wieder miteinander arbeiten können. Das fällt denen schwer. Sie regen sich lieber auf, anstatt mal darüber nachzudenken, wohin die Reise für alle gemeinsam hingehen können. Also das ist nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. Also das ist noch ein Prozess. Ja, davon profitieren wahrscheinlich der Abschaum. Ja? Davon profitiert der Abschaum, dass sie das geschafft haben, im Laufe der Jahrzehnte die Leute einfach umzupolen von der Normalität, so wie es auch vielfach schon noch in den, sagen wir mal, Verwaltungseinheiten vor der Bundesrepublik gegeben hat, wie es vor allen Dingen auch noch in der DDR gegeben hat,
wie man immer wieder gehört hat, nämlich dieses Zusammenhalten, dieses gemeinsam versuchen klarzukommen. Sie haben sich kaufen lassen, oder? Haben sich kaufen lassen und hauen jetzt auf jeden ein, um bloß nichts abgeben zu müssen. Markus, in deinen jungen Jahren, wie siehst du denn das? Jetzt habe ich ihn. Nee, ist er ja. Ich bin schon da. Einerseits ja, andererseits nicht. Also es gibt Menschen, die halten schon noch zusammen und die sind auch füreinander da. Aber dann gibt es auch Leute, die sind mehr oder weniger gar nicht an deinem Wohl interessiert. So sehe ich das. Mhm. Höchstens an ihrem eigenen, ne? Ja. Mhm. Naja, und wenn es drauf ankommt, dann kann man ja auch mal einen über den Tisch ziehen. Ganz egal, ne? Der Erfolg, der ist dann richtig. Also kommen wir nicht weiter, Leute. Das haben wir jetzt jahrzehntelang probiert. Ist immer schlecht geendet. Und dieses Mal wird es nicht nur schlecht enden, wenn wir nicht aufpassen. Dieses Mal wird es das letzte Mal sein, dass ihr so denken konntet. Ja, das ist mal ganz sicher. Denn dann übernehmen andere für euch eure große Klappe und eure Arroganz. Und ja, Selbstherrlichkeit, ne? Man kann das ja auch noch ergänzen und den Leuten, die jetzt vielleicht darauf reingefallen sind, weil sie nach dem Motto ein Modul ins Gehirn geblasen bekommen haben, pass auf, wer unten ist, ist schwach, nur die Starken setzen sich durch und ihr müsst stark sein. Und stark sein heißt gegen jeden gewinnen, jeder gegen jeden. Und dieses Modul, das funktioniert noch. Ihr müsst bloß eins wissen, die euch in diese Einzelheit, in diese Einsamkeit hineintreiben, in diesen Einzelkampf, das sind genau die, die euch nachher an der Leine führen, weil die Banditen da oben, die sind eine Einheit. Auch wenn sie sich nicht alle mögen, bei weitem nicht. Aber System spielen sie alle mal. Und ihr werdet als Einzelkämpfer gegen das System immer der Verlierer sein. Also überlegt mal ein bisschen weiter. Außer nur, sagen wir mal, ein paar Jahre aus Eitelkeit irgendwo den Kopf höher gehabt zu haben als andere. Ja, dann hören wir uns doch mal an in der Zwischenzeit. Sind wieder ein paar Menschen in der verfassunggebenden Versammlung, aus der verfassunggebenden Versammlung dazugekommen, die gemeinsam hier sich erklären. Die Hymne zwischendurch kann ja auch mal nicht schaden. Und dann kommt noch eine kleine Musik, da sind wir wieder da. Und vielleicht schließen sich ja viele an. Viele, die gar nicht unbedingt im Versammlungssaal tätig sind. Jeden Tag, viele jeden Tag. Andere auch sehr, sehr oft und sehr lange, viele, viele Stunden opfern von ihrer Zeit, um für dieses Volk etwas herzurichten, etwas Vernünftiges zu entwickeln für die Zukunft. Ab Montag beginnt ja sowieso dann eine neue Phase der Entwicklung von ganz wichtigen Bestandteilen der Zukunft. Vielleicht haben aber auch Menschen, die eben da nicht sind, aber trotzdem den Drang, das zu tun, was jetzt gleich diese Menschen getan haben, nämlich zu sagen, warum sie in der verfassunggebenden Versammlung sind und warum, oder besser gesagt, warum sie sie zumindest unterstützen und die Durchführung wünschen. Ganz viele sind es schon, die das tun, müssen noch mehr werden, dann werden wir schauen, wie wir das hinbekommen. Also, paar Minuten, so also insgesamt 6-7 Minuten, denke ich mal, sind wir wieder da. Bis gleich. Also ich bin bei der verfassunggebenden Versammlung, weil ich eine Zukunft für meine Kinder und meine Enkel haben will. Weil ich alle Völker auf unserer Erde respektiere und mag und mein eigenes Volk erhalten möchte. Weil nur so kann man eine Zukunft für Kinder schaffen und die Elite abschaffen. Ja? Weil wir unser Deutschland wieder selbst gestalten und verwalten wollen. Weil die bisherige Bürokratie uns in Atem hier nimmt. Und wir wollen unser Land wieder menschlich machen. Weil das unser Deutschland ist. So ist es. Ich bin bei der verfassunggebenden Versammlung, weil ich mich von den Ketten der Lobbys befreien und meinen Souverän finden will. Weil mir etwas an meiner Heimat liegt. Gemeinsam sind wir stark. Du kannst auch dabei sein. Es ist auch deine. Weil die Lügen und die Versklavung ein Ende haben müssen.
Ich möchte meinen Kindern später sagen können, ich habe alles getan. Weil ich ein Mensch bin und keine Sache. Ich bin bei der verfassunggebenden Versammlung, weil es für mich der einzige Weg ist, uns Menschen den Frieden und die Freiheit zu bringen. Weil wir dieses System auf gesunde Füße stellen wollen. Weil ich mir für die Zukunft saubere Luft, sauberes Wasser, gesunde Nahrung und den Weltfrieden aller Völker auf dieser Erde wünsche. Weil ich das Unrecht zurechtrücken will. Weil ich endlich wieder gesunde Nahrungsmittel haben möchte. Ja, und da waren wir gleich noch dabei. Und einen lieben Gruß von hier aus nach Venezuela in Spanisch. Ja, war nicht schlecht. Ich hoffe, die Leute kommen da gut durch. Die Wahlen sind ja bald im Gange in Venezuela. Die verfassunggebende Versammlung hat dann, wenn die Wahlen abgeschlossen sind, ihr Werk beendet und übergibt dann alles dem neuen Staatswesen. Wunderbar. So ist das richtig, oder? Was meint ihr? Ja, muss. Es muss, weil es muss ja weitergehen. Es freut mich, dass es so weit überhaupt dort gekommen ist. Wenn ich mir Deutschland angucke, wird mir ganz, ganz schwindelig. Und ich würde mir wirklich wünschen, es wird hier etwas schneller vorangehen. Mhm. Ja, und du hast vorhin gefragt, Manifest, ob wir das Manifest von der verfassunggebenden von der Allianz Earth-Seite auch noch vorlesen können. Ja, können wir gerne tun. Dann machen wir ein Bild draußen, ein komplettes Bild draus, ja? Ja, jetzt lese ich hier gerade noch eine Information. Danke, Yvonne. Oliver Flash war vorhin die Rede von in dem Telefonat. Oliver Flecht ist ehemaliger Bildreporter und geouteter Desinformant. Ebenso der Rocher-Anwalt. Ja, na gucke. Da haben wir sie wieder. Hier sind ganz schön viele geworden, ne? Aber jetzt dann deswegen. Also, wir müssen alle was tun, in der ganzen Welt was tun. Und deswegen vielleicht hier der Vorschlag, was man als Vereinbarung unter den Völkern, also zwischen allen Völkern besser gesagt, denn so vielleicht treffen könnte. Wäre mal gespannt in Gesprächen, internationalen Gesprächen, ob alle Menschen sich damit, ob sie sich da wiederfinden könnten und einverstanden erklären könnten. Magst du vorlesen wieder? Mhm, gerne. Mhm, ich hab's gerade auf dem Schirm auch. Ja. Verfassung, Manifest, die geistigen, beseelten, lebenden, nicht verstorbenen oder verschollenen Wesen, ausgestattet mit allen Rechten der Schöpfung seit ihrer Entstehung im Mutterleibe, die sich selbst als Menschheit bezeichnen, sind die alljenigen juristischen Rechteträger, wie darüber hinaus die Rechteträger der natürlichen Evolution der Schöpfung an allen Gebieten ihrer jeweiligen Heimat, die seit tausenden Jahren diese, ihre Landflächen wie die gesamte Erde besiedeln und bewohnen. Vereint in der Allianz Erde und als alleinige Rechteträger ihrer Völker haben selbst die ab jetzt gültige Verfassung der Menschen und die Bezeichnung für ihre Gebiets- und Landflächen festgelegt, in ihrem Bestreben der Wahrnehmung eigener Verantwortung die Freiheit, die Menschlichkeit, die Unabhängigkeit und den Frieden offen gegenüber und gemeinsam mit allen Menschen der Erde zu stärken. Im Willen gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung, ihre Vielfalt zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verpflichtung gegenüber den vergangenen
und allen zukünftigen Generationen mit dem Wissen, dass nur frei ist, wer seine Freiheit bewahrt und die Stärke des Volkes wie aller Menschen dieser Erde sich immer am Wohle jedes Einzelnen misst, welche Zufriedenheit und Liebe jeder erleben und finden wird. Mit der Erfahrung von Generationen, dass niemals ein juristisches Recht über den geborenen Wesen stehen kann, sie nicht unterwerfen, nicht einschränken, in ihrem Handeln und Denken beeinflussen darf. Beauftragte mit dem Erhalt der Schöpfung gegen jede andere Art der Religion und des Fanatismus, gleichwohl im Wissen um die Bedeutung einer Sinnhaftigkeit für das Zusammenleben denkender und fühlender Wesen. Im tiefen Bestreben für den Schutz und den Erhalt ihres Lebensraumes, der gesamten Erde zu wirken, deren Recht auf den eigenen Bestand und Leben in jeder Weise und für alle Lebewesen, die sie hervorbringt, haben diese Grundsatzverfassung als ihre gemeinsame Vereinbarung unter und zwischen ihnen selbst wirkend durch ihren höchsten menschlichen Eid gegeben, verkündet und in den verbindlichen und über allen anderen Rechten sowie Rechtssystemen stehenden wirksamen Stand versetzt. Erdacht und niedergeschrieben von den Menschen aus den deutschen Gebieten für die Menschheit, für die Erde, für den Frieden, die Gerechtigkeit und den Erhalt unserer gemeinsamen Schätze dieses Planeten. 26. Oktober 2016, Deutschland. Ja, schon wieder 2016. Ja, gucke mal. Also, das wäre doch mal interessant herauszufinden, ob die Menschen auch in anderen Ländern damit klarkommen würden. Ob sie das sagen, ja, das genau so wollen wir das auch haben. Oder so. So fast so. Vielleicht noch das ein oder andere noch dabei. Wer weiß. Was meint ihr, Ingrid? Würden die das auch so sehen? Also mit Sicherheit. Also keiner von uns will wirklich Krieg oder sonst irgendwas. Also ich beobachte auch weltweit das Geschehen und immer mehr Menschen stehen auch auf, nur wir werden hier nicht drüber informiert die meiste Zeit. Mhm. Ich denke, die meisten Menschen haben wirklich die Nase voll. Ja, ich denke, das mit der Allianz Erde, das ist die einzige Lösung, die wir auch haben, wo wir auch alle nach hinstreben im Grunde. Nur die meisten haben vergessen, dass das, ja, das Leben geht an ihnen vorbei, warum sie hier überhaupt auf der Erde sind. Das stelle ich immer wieder fest. Also die Völker wollen sich bestimmt miteinander vereinen wieder. Mhm. Stefan, bist du auf der Meinung? Ja, also allumfassend in dem Sinne, weil wenn man nachfragt, ja, kannst du dir einen Krieg vorstellen oder magst du einen Krieg, Menschen leiden oder was auch immer? Nee, keiner will es. Absolut keiner. Und das ist in jedem Bewusstsein drin, meines Erachtens, weltweit. Ja, das finde ich auch das Erstaunliche. Wenn man mal so Dokumentationen sieht aus anderen Ländern, die auch sehr, sehr weit weg sind und vollkommen andere Kulturen oder andere Ursprünge haben, was man dann auch erkennen kann. Gewisse Dinge sind überall gleich. Ja? Sie wollen ihre Familie in Frieden sehen. Sie wollen natürlich, dass sie alle satt sind, dass sie fröhlich sind, dass sie gesund sind. Und die Älteren möchten ihre Kinder und die noch Älteren dann ihre Enkelkinder aufwachsen sehen und ihnen etwas dalassen, bevor sie uns dann verlassen. Ja? Das ist überall gleich, oder Wolfgang, was meinst du? Ja, so im Grundsätzlichen ist dieser grundsätzliche Familiengedanke natürlich noch sehr stark in vielen Völkern vertreten, wo natürlich die Obrigkeit mit massivsten Mitteln versucht, dieses irgendwo zu zersprengen, auseinander zu zerfleischen, damit wir den Ursprung eigentlich unseres eigenen Daseins wieder vergessen, beziehungsweise nicht nur wir, sondern alle Völker dieses vergessen sollen, wo sie eigentlich herkommen, damit die Obrigkeit dann einen Daumen draufsetzen kann und uns weiter runterdrücken. Mhm.
Yvonne ist noch im Studio. Hallöchen, ich grüße dich auch. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle. Und ja, ich bin ja einfach mal so zu vorbeigeruckt und hätte da eine Sache. Ja, ich weiß. Ja. Auch was vorlesen, glaube ich, ne? Ja, genau. Und das gilt für alle Menschen, die jetzt draußen zuhören, auch für alle Menschen, die neu dazugekommen sind. Von einer lieben Frau, die auch bei der VV ist. Und sie heißt Luzi. Sie hatte sich das so gerne gewünscht. Dann trage ich mal vor. Liebe Mitstreiter, zum Leben braucht man ein Volk, das zusammenhält. Ein Volk voller Geborgenheit. Ein Fenster mit Blick auf Unendlichkeit. Ein Schlüssel für Freiheit. Ein Nest voller Wärme. Ein Heer loyaler Mitstreiter. Und ein Herz voller Liebe. Wer nur mit einer Hand die Vergangenheit festhält, kann niemals mit beiden Händen nach der Zukunft greifen. Das Glück unseres Lebens hängt von der Beschaffenheit der VV und unserer Gedanken ab. Aber dieses Glück kann man nur festhalten, indem man es versteht und weitergibt. So dass wir viele werden als die echten, souveränen deutschen Germanen. Danke, liebe Luzi. Ja, die Germanen, sie sind wieder auferstanden. Nach vielen Jahren der Abwesenheit, denke ich mal, nicht? Ja, ich denke mal schon. Also die Menschen werden ja auch immer bewusster. Sie sehen das, was jetzt in ihrem unmittelbaren Umfeld stattfindet, aber sie blicken auch mittlerweile über den Tellerrand hinüber, das muss man auch sehen, und nicht alles so traurig betrachten, oh Gott, ja. Natürlich, die Menschen müssen selbstverständlich auch auf die verfassunggebende Versammlung aufmerksam gemacht werden, weil, sind wir mal ehrlich, man unterdrückt die Information, dass es die verfassunggebende Versammlung gibt und das aufs Massivste. Ja, man traut sich nicht mal drauf zu schimpfen, also außerhalb des Netzes, ja? Ja. Wunderbar, habt ihr zugehört, ihr, wie hießen die noch? Ich glaube Lappen. Ja, also, die verfassunggebende Versammlung ist auch schon oft gesagt worden, nicht nur ein Rechtsakt, ja, allerhöchster Bedeutung. In diesem juristischen Gebilde, was sich diese Welt leider versehentlich freiwillig auch noch gegeben hat, immer ein Stückchen dazu in den vergangenen Jahrhunderten, sondern die verfassunggebende Versammlung ist darüber hinaus die ultimative und das kann man gar nicht toppen. Die ultimative Vereinigung der Menschheit. Ja. Beginnt immer in einem kleinen Bereich, es beginnt immer in einem kleinen Bereich, der dann zu einer ersten Einheit, zu einer ersten großen Zelle wird, bevor dann andere Einheiten und Zellen hinzustoßen und bis das ganze Gebilde dann lebt. Und wir wissen das, dass sich die Menschen in Griechenland, die unterwegs sind, dass die Menschen in Frankreich, die unterwegs sind und auch in anderen Ländern, zu denen wir Kontakt haben und oder hatten und haben, kann man ruhig sagen, mal mehr, mal weniger, die tun sich auch sehr schwer damit. Ja? Die tun sich auch sehr schwer damit, ihre kleine nationale Brille mal abzusetzen und das Große zu sehen, denn nur so geht es. Wie auch vorhin der Willi gesagt hat, es wird niemand schaffen, für sich alleine irgendwas dauerhaft Positives zu bewirken. Das hat auch nie funktioniert und wird auch später nicht funktionieren. Niemals, schon gar nicht, dann, wenn man das mit so einem solchen Gebilde zu tun hat, was sich hier weltweit wie ein wirkliches Monster aufgerichtet hat. Man muss eben die Dinge dann erkennen. Kaiserreich, NATO, UNO, Vatikan, Vereinigte Staaten, nicht Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigte Staaten, City of London und Bundesrepublik natürlich nicht zu vergessen. Man muss einfach die Fragen stellen, was ist das? Ja? Woher kommen diese Dinge? Wie sind sie entstanden? Und jetzt kommt die wichtigste Frage, wem nützen sie?
Und solange man diese Fragen nicht stellt, sondern einfach nur alles hinnimmt wie ein Depp, so kommt man auch nicht hinter die wichtigen Ergebnisse oder zu den wichtigen Ergebnissen. Man kann sich nicht mal auf den Weg dahin machen, wenn man diese Fragen sich nicht selbst eindeutig beantworten kann. Das können leider nur ganz, ganz wenige. Ja, bitte. Ja, es ist ja auch zum Beispiel, was da draußen passiert. Sie machen das sehr, sehr interessant, logische Abfolge von mehreren Herden. Ich sage mal, also Entzündungsherde, Flammenherde. Sie geben uns keinen einzelnen als Sündenbock. Sie haben sich in auch natürlich in mehreren Fronten sozusagen aufgestellt, so dass die Bevölkerung überall in allen Nationen nicht wissen, wo sie eigentlich zuschlagen sollen, wogegen sie kämpfen sollen, wogegen sie vorgehen sollen, weil sie teilweise ja nicht so sichtbar sind. Wer ist denn jetzt nun der Feind? Der Mensch hat ja natürlich auch das Problem, wenn er natürlich einen Feind ausmacht oder zwei, ist das kein Thema. Ja, da ist eine Richtung, in die man gehen kann, um gegen diese vorzugehen. Aber wenn wir eine Front haben von mehreren, vielleicht 10 oder vielleicht sogar auch nur 8 Fronten, ja, dann ist es schwierig, die zu erfassen und zu sagen, hey, wo, in welche Richtung soll ich denn jetzt? Und das ist das, was mit uns auch jetzt gerade geschieht. Also mit vielen Menschen, die wach geworden sind, die schon länger wach sind, die sagen sich natürlich auch, ja, wo ist ja wie Wind, gegen Windmühlen kämpfen. Ja, und das hat vorhin der Willi auch angedeutet, der nämlich gesagt hat, die, ja, wir haben ja schon mal geklärt, wer die sind. Die halten nämlich zusammen und die sind sehr gut organisiert. Sie stellen immer beide Seiten, positive und die negative Seite, also den Angreifer und den Verteidiger, ja, sozusagen, beide stellen sie und spielen dann ein Spielchen. Ja, dann ist mal der Böse und dann wird auf dem rumgehackt. Dabei gehört der genau zu dem Verein dazu, wie der, den man gerade ganz toll findet. Ja, hier in der Bundesrepublik ist es ja in der Parteienlandschaft auch gut zu sehen. Die Emotionen schwappen hin und her. Mal sagt der was Vernünftiges, dann sagen alle, ja, jetzt hat er aber was Vernünftiges gesagt. Beim nächsten Mal ist es dann der andere und dann weiß man gar nicht mehr, was man machen soll. Und wenn dann Leute herkommen, die sagen, die sind alle doof, die wähle ich alle nicht mehr, dann macht man zum Beispiel eine AfD und die AfD erzählt dann genau das, was gerade fehlt. Und dann rennen erstmal da alle hin. Ja? Haha, so funktioniert das. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Hallo, der Horst aus Franken. Ja, Horst, grüß dich. Hallo, Uwe. Ja, ist ja hochinteressant, was du heute aber so von dir gibst. Schöne Worte übrigens auch, danke dir dafür. Und ja, was ich da jetzt beitragen möchte, wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig beobachte, verschieben diese, ja, ich sage immer Nasen zu denen, ne, wenn ich das so darf, öffentlich. Sag ich gleich was zu. Man hat sich beschwert, vergiss nicht, was du sagen möchtest, man hat sich beschwert, dass wir so verallgemeinern Hakennasen, das sollten wir nicht tun. Ich gebe das nur ja, mal so. Ja, den Haken habe ich ja nicht gesagt. Nein, war ohne Haken. Ich habe es gehört. Ja. Ja, ich bin ja Franke. Ne? Wir Franken, wir sagen auch zu uns gegenseitig, zu uns Franken gegenseitig. Okay. Du Nasen, du. Ne? Ja, das ist ja fränkischer Ausdruck. Also, ja, ne? Also, wenn ich das richtig beobachte, verschiebt sich das langsam so Richtung China, Russland. Mhm. Was meinst du? Ja, dann was meinst du jetzt? Was verschiebt sich dahin? Die Druckmaschine stand ja bis jetzt immer in Amerika, ne? Ach so, das, ja, okay. Ja, ja, das ist richtig. Das Gefühl habe ich auch, ja. Gell, ne? Ja, das, ja, das wollte ich halt einfach nochmal so mit reinbringen in die Diskussion. Weil ich halte es schon für wichtig, ne, dass die Leute da Hoffnung haben, ne, weil Chinesen und Russen, das waren auch noch nie unsere Freunde. Ne.
Nö. Naja, das ist auch so ein Spiel. Du hast vollkommen recht. Ich sehe das genauso. Jetzt werden also die neuen Guten erfunden und die neuen Bösen, ja? Und die sind jetzt genau das Gegenteil von dem, was sie vorher waren. Komisch, oder? Ja, schön. Ja, siehst du, ja. Ist immer schön, dass ich mich mit jemandem unterhalten kann, der rhetorisch besser drauf ist wie ich. Du kannst es einfach besser ausdrücken, ja? Na, okay. Naja, aber es ist schon verwunderlich und wie gesagt, ich gebe dir da vollkommen recht. Ja, was haben sie denn geschimpft? Ja, die bösen Russen und tun sie ja immer noch. Pass mal auf, es dauert nicht mehr lange. Ja. Da sind das die lieben Russen, wetten? Genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich auch hin. Ja. Ja. Die Essen und so weiter. Aber auf uns haben sie es ja abgesehen, also jetzt auf uns Deutsche, ne? Ja, sagen wir mal so. Also es sieht im Moment, wenn man das insgesamt betrachtet, nicht wirklich gut aus. Ja, wir spielen letztendlich keine besondere Rolle. Und wenn wir eine spielen dürfen, dann ist das die Rolle, die keiner haben will. Ja? Oh, da bin ich gerade noch am Nachdenken. Da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen, weil wie gesagt, das bewegt mich noch. Aber hat mich vorhin wieder, wie soll ich sagen, die Germanen sind wieder wach. Ne? Ja, das also, sind sie, also ein Teil, Teil der Germanen, ja. Ja, naja, also die, was jetzt dabei sind, ich fürchte mal, ich hoffe ja schon, ne? Ich fürchte mal mehr, wenn man nicht. Aber die, was jetzt dabei sind, da sind schon fähige Köpfe dabei und ich denke mal schon, wir bleiben erhalten. Unbedingt. Also ich kann das nur noch mal und möchte das nur noch mal unterstreichen, dass in der verfassunggebenden Versammlung, aber auch viele, die uns benachrichtigen, anrufen, mit uns so sprechen, kommunizieren auf irgendeine Weise, da kann man schon merken, was für ein Potenzial doch noch in diesem Volk steckt. Und das macht dann auch immer wieder Mut, denn sie sind weit entfernt von der Bezeichnung Dummkopf, ganz im Gegenteil. Und ich sage mal, die Anzahl derer, die man im Moment nur noch nicht sieht, aber die so sind, die ist viel größer, als wir uns vorstellen können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ja, gut, ich meine, da würde ich jetzt mal wieder mal an die Sendezeit denken und mach's mal weiter. Alles klar, ich danke dir für den Anruf. Jo, tschüssi. Ciao. Ja, oder wie ist euer Eindruck? Ja, jetzt ist das so? Sind da doch viel, viel mehr fit im Köpfchen, als das so allgemein gesagt wird. Alles schimpft ja auf die. Boah, die sind alle am Pennen und die kriegen gar nichts mehr auf die Reihe. Die sind alle völlig Matsch in der Birne. Ist das so oder sehen wir immer nur die? Was meint ihr, Wolfgang? Also ich sehe da ganz groß, dass da das, ich sag mal, das Verständnis und das Erwachen eigentlich in viel mehr Köpfen schon stattgefunden hat. Aber dem großen Nachhinein des Mammuts, dem Gelde, dem ich und Ellenbogen und ich. Und das ist das grundsätzliche Problem an der Geschichte. Und sie wissen dann ganz genau, wo der Hase eigentlich langläuft und nutzen dann dieses System natürlich eiskalt aus. Für die zum Nachteil hin, die es noch nicht verstanden haben. Also meinst du, die sind schon so clever, die haben das schon geschnallt, aber die machen weiter, solange ihnen das Vorteile bringt oder so? Also ich habe jetzt mich sehr erschreckend mit einem Arbeitskollegen unterhalten, dem seine 22-jährige Tochter besucht da gerade eben das Uni und studiert Rechtswesen. Und die wissen darüber Bescheid. Die unterhalten sich in der Klasse darüber, was denn eigentlich gerade grundsätzlich der Faktor ist. Ich war so ein bisschen der Meinung, dass ich ihn aufkläre. Er hat sich aufklären auch lassen, hat dann immer wieder Fragen gestellt, wo ich dann auch der Meinung war, dass er sehr interessiert war. Und im Endeffekt zum Ende hin des Gesprächs, ja genau, das hat mir auch immer so meine Tochter erklärt. Und da sagt
sagte ich mir dann zum Inneren, ups, das wird noch eine Anwältin irgendwo dann in irgendeiner Form, Art und Weise und nutzt dann wirklich das System aus, um dann irgendjemanden zu unterjochen, anstatt aufzuwachen, hinzustehen und sagen, nee, so darf es nicht weitergehen, weil diese Unterdrückung der Massen sollte so nicht passieren und dass dieses nicht verstanden wird, was hier wirklich um uns herum gespielt wird, ist wirklich traurig. Mhm. Stefan? Ja, also ich sehe es bei uns hier im Dorf, ich bin bei uns im Dorf hier der Verschwörungstheoretiker schlechthin, rauf und runter in allen Gassen. Und wenn ich halt davon erzähle... Moment, okay, Moment. Machen wir erst gar nicht. Nee, vergiss nicht, Telefon. Was du sagen wolltest, ja? Jo. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Ja, guten Abend, hier ist der Helmut. Ich hätte eine Frage, und zwar geht es um die Lieder, die ihr spielt. Es wird ja eigentlich kein deutsches Lied gespielt. Es werden ja nur Lieder aus Englisch oder jetzt Spanisch gespielt. Warum wird nicht in Deutsch was gespielt? Weil es ist ja eigentlich für die Deutschen. Also, deutsche Musik wird gespielt, vielleicht hörst du dann gerade nicht zu. Und außerdem bekommen wir die meiste Musik nicht aus unserem Studio, sondern die kommt von dem Studio AE Radio Station in Kanada, wird hier überspielt. Und aber deutsche Musik spielen wir zwischendurch auch mal, ja? Es ist auch nicht so viel vernünftige deutsche Musik da. Auch das hat man den Deutschen kaputt gemacht. Diese Humtata, Klatsch, Klatsch, ich bin doof, Tralala Musik. Ich glaube nicht, dass wir die hören müssen. Es gab noch Zeiten, wo es also wirklich vernünftige Schlager auch gegeben hat, richtig schöne Musik gegeben hat. Die ist längst vorbei. Wenn du dieses Zeug zum größten Teil heute hörst, wird dir nur noch schlecht. Ja, das kann man so sagen, das ist richtig. Ja. Nur es ist mir jetzt aufgefallen, dass also kaum, wie gesagt, deutschsprachig was gebracht wird. Mhm. Das hat mich mal interessiert, warum das so ist. Ja, also wie gesagt, in den Zeiten bis 15 Uhr auf jeden Fall erfolgt die Musikabspielung nicht aus den DDB-Studios. Und ab 15 Uhr, da läuft auch schon mal zwischendurch deutsche Musik, ja? Ja, aber. Na gut, ich kann nur, wenn abends zuhören. Also, das darfst du wirklich bei mir gar nicht. Ah, ja, okay. Ich könnte hier noch was hinzufügen. Heute hat AA Radio Station extra für die deutschen Zuhörer auch in Kanada Musik laufen lassen. Und das habe ich sogar gehört. Und diese Rap-Dinger da, die gegen die NWO und so weiter singen, das lief heute. Das war sehr interessant gewesen. Da habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ja. Okay, also wir versuchen so gut wie möglich zu mischen auch und Einfluss zu nehmen. Mehr können wir leider im Moment nicht machen, ne? Gut. Ja. Dann bedanke ich mich. Mhm. Und höre weiter zu. Jo, ich danke für den Anruf. Danke. Tschüssi. Tschüss. Na, wo ist es denn hier? Das Knöpfchen, da. Ja, das ist natürlich, also wie gesagt, es gibt wirklich, natürlich, könnte das gerne mal sagen, auch vernünftige deutsche Musik, ja, aber damit kann man keine Stunden füllen. Die Texte sind teilweise, ich will nicht sagen, dass sie im Englischen besser sind. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Würde ich auch nicht sagen. Aber die meisten verstehen wenigstens den Quatsch dann nicht so genau. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Hallo, da hast du aus Franken noch mal ganz kurz. Jo. Nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, kann man da von AE Radio in Kanada einen Sendeplan kriegen? Nein, das hängt mit bestimmten Dingen zusammen, die dieses Radio nur tut. Okay. Ein Sendeplan im Sinne von bis, da gibt's das und das, haben die gar nicht. Ja, die machen eine andere Aufgabe. Okay. Die stellen nämlich weltweit Leuten, die die Lizenzgebühren nicht bezahlen können, nämlich die Lizenzen zur Verfügung. Okay. Ja, ja? Wäre eine schöne Sache. Ja.
Ja gut, man kann ja positiv denken. Vielleicht kann man ja sowas vielleicht doch mal einsetzen. Ne? Ja, auch wie gesagt, ihr könnt euch ja uns mal gerne zuschicken, was für deutsche Musik denn so sich vorgestellt wird. Und Zupfgeigen, so in die Richtung, ne? Welche? Zupfgeigen, Hansel und so in die Richtung so, ne? Da gibt es ja noch mehr. Ich hab jetzt einen kleinen Abruf war so. Ja, das können wir auf einem internationalen Radiosender, wo 16 bis 22 Länder ständig zuhören, aber nicht spielen, ne? Ja, ist schon klar, ne? Ja. Aber das ist so eine Idee von mir, ne? Ja, wir können mal so Sendeeinheiten schalten, das geht sicherlich zu machen und zu organisieren. Komischerweise, Ich sag euch das mal. Ich suche dann zum Beispiel hin und wieder mal auch für nach 15 Uhr Mix-Blocks raus oder versuche die selbst zusammenzustellen. Da steht deutsche Hits, aktuelle Hits 2018 oder 2017 auch noch. Ne? Dann lege ich die auf. Da wird alles Englisch gesungen. Alles. Und dann ist das so eine Musik, so ufter. Ich kann euch die gerne vorspielen, kein Problem. Danke, für mich. Das genügt. Okay. Alles klar. Okay. Jo, bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Aber wir können ja für die Zukunft mit Sicherheit bestätigen und auch sicherlich auch versprechen, dass es eines Tages ganz anders sein wird, dann können wir dann unsere Musik spielen, also laufen lassen und sind dann nicht, müssen nicht darauf zugreifen, was andere Länder dann laufen lassen, damit wir es spielen dürfen. Ja, vor allen Dingen ist zweifellos so, dass die US-amerikanische und englische Musikindustrie natürlich auch dafür gesorgt hat, dass in der deutschen Musikszene, die wirklich, wirklich, wirklich guten Sängerinnen und Musiker nur hier und da mal teilnehmen dürfen. Ja, und der Rest, der findet gar nicht statt. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Hallo Uwe, hier ist Ina. Ina. Ja, prima. Ich höre das Radio noch im Hintergrund. Ich wollte nur noch mal ganz kurz drauf zurück auf die Menschen, ob die es schon verstanden haben oder nicht. Ich habe bei mir einen Kunden, der ist Beamter und der hat es nicht begriffen. Der hat nämlich, wir hatten drüber gesprochen, über das Grundgesetz und dann habe ich gesagt, ob er dann den 133er kennt und den 146er. Dann sagt er hier ganz großkotzig, ja, ich kenne alles, ich habe damit voll zu tun. Und dann sagt er, aber den 133er sagt mir jetzt gar nichts. Sag ich, zum nächsten Mal bitte Hausaufgabe lesen, wir sprechen drüber. So, jetzt war er letzte Woche da, ich sag, und Hausaufgaben gemacht, dann war der total verwirrt und wusste gar nicht, was ich von ihm will. Ich sag, ja, jetzt kommen wir mal aufs Grundgesetz. Ach, habe ich noch gar nicht. Dann habe ich ihm das Buch in die Hand gedrückt, ich sag so, und jetzt lesen Sie sich den 133er durch und dann reden wir drüber. Ja, das hört sich ja komisch an, sagt er zu mir. Ich sag, und jetzt lesen wir den 146er. Und dann sagt er, ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Naja, ja. Ich bin dazu. Ja, das wollte ich nur sagen, also richtig wach sind sie nicht. Ja, und die lesen das auch, die lesen das wirklich nicht. Ich kenne also mindestens 3 Leute, die ein Grundgesetz zu Hause haben und da ist noch Folie drum. Ach. Ja? Ich sage, wozu soll das jetzt gut sein? Ja? Reingucken wäre mal nicht schlecht. Genau, und mal durchlesen wäre auch ganz toll. Also, liebe Beamte, wenn ihr zuhört, bitte mal lesen. Danke, ich wünsche euch eine gute Zeit. Jo, ebenso. Tschüssi. Tschüss. Anschauungsmaterial oder Stillleben? Stillleben. Ganz ja. Stillleben. Stefan, du warst dran. Ja? Tja, ich bin noch am Rätseln, ob der Horst ein Memberger oder Vierter ist oder doch Fünfter. Nein, ist wurscht. Jedenfalls bei mir im Dorf werde ich auch sehr oft gefragt und gelöchert und natürlich nur unter 4 Augen, weil wenn mehr dabei hocken, dann ist es ja unglaubwürdig. Aber wenn wir dann ums Eck rumgehen, einen rauchen gehen oder wie auch immer, dann heißt es auch, Stefan, du, erzähl dir nochmal, wie sind es das? Und genauer, ja, da sind es neugierig. Und dann merken sie es auch selber, dass sie es selbst so wissend sind und merken, dass
sehr viel am Dampfen ist und verkehrt läuft. Ja. Aber sie trauen sich halt nicht, das offiziell zu sagen, weil sonst wären sie so Verschwörungstheoretiker wie ich. Aber naja, mir ist wurscht. Nein, du darfst auf deinen ersten Platz nicht verlieren, ne? Denk dran. So, haben wir ein Telefönchen? Nee, doch nicht. Na gut. Was habe ich denn jetzt hier geschlossen? Taub gestellt? Was soll denn das? Ist aber weg, Telefon. Ja, dann machen wir wieder ein kleines Musikchen. Und zwar gleich wieder zwei hintereinander. Ich mache jetzt auch zwei deutsche Sachen, ja? Machen wir einfach mal. Obwohl, ich spiele immer mal Rosenstolz, Mai und so zwischendurch. Und Kerstin Ott, scheiß Melodie, gefällt mir auch gut. Jetzt haben wir wieder doch wieder Telefon. Guten Abend, ja, hier ist Freiheitszeit. Hallo, nochmal der Horst aus Nürnberg. Ach, nochmal? Wusste ich doch. Okay. Ja, so viel zu der ersten Frage. Ja? Ja, ich bin in Nürnberg, ja, aufgewachsen in Nürnberg. Ich lebe zwar zu meinem neuen Nett in Nürnberg, aber in Spessart. Ne? Und ja, mit dem Grundgesetz, was du da gesagt hast, was die Leute da in der Folie, ja, vielleicht hoffen die drauf, dass sich das auf telepathischem Weg auf sie überträgt. Ja, genau. Okay. Ja, du hast da irgendwann mal, was weiß ich, glaube, war letztes Jahr mal gesagt, dass man ein bisschen Humor in die Sendung bringen sollte, ja. Ja, das war jetzt eigentlich der Grund. Ja, ja, gerade die Freitagssendung ist also auch dafür gedacht, ist auch Wochenende, Anfang des Wochenendes sozusagen, dass man hier auch mal lacht. Ne? Ja, naja, klar. Vom Heulen, vom Weinen wird man krank, ne? Genau, das müssen wir schon genug, wenn wir Patricia jeden Nachmittag hören um 18 Uhr. Oder? Oh ja. Da muss man dann trotzdem lachen. Genau, denn die versuchen das auch hier, Mädels und Jungs, die also die Nachrichten vortragen, natürlich auch das zu analysieren und machen dann auch mal, lachen dann auch mal. Aber es ist schon schwierig, ja, nicht? Ja, was heißt schwierig? Naja, man kann es ja leicht machen. Was ich jetzt ganz kurz noch, was mir jetzt so momentan noch mal kurz einfällt, mir geht das Herz auf, wenn ich den fränkischen Dialekt, also der hat ja gerade gefragt, ob ich ein Nürnberger oder Förder bin. Also kommt er wahrscheinlich aus der Umgebung. Ja. Ich bin aus Nürnberg. Wenn er ein Nürnberger oder Förder wäre, dann geht es werden. Das war halt provokativ gefragt. Ich habe schon gehört, dass du ein Nürnberger bist. Ich bin selber ein Nürnberger. Okay. Ja, schön, dass wir uns mal hören. Ja, wenigstens. Ne? Ja, ich bin dran. Ich gehe demnächst im Mumble. Vielleicht treffen wir uns da mal. Und aber ganz bestimmt. Aber ganz bestimmt, ja. Da sind auch noch viel mehr Franken. Das sage ich dir. Und ich habe da ein paar Mal gesagt, das sind ja Bayern. Ach du liebe Zeit. Da war aber. Da kriegst du aber auf die Ohren, du. Ja, habe ich schon gemerkt, ja. Alles klar, ich danke dir nochmal für den Anruf, ja? Okay, ja, ciao. Naja, heute habe ich dreimal angerufen. Jetzt muss aber lange, du. Ja, wer weiß. Warten wir es ab. Bis dann. Na ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Gut. Also, jetzt spielen wir ein kleines, kurzes deutsches Liedchen, aber ein ganz, ach, es ist schon wieder Telefon. Nehmen wir noch einen? Ja, komm, nehmen wir noch einen. Einen nehmen wir noch. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Ja, hallo Uwe, hier ist Wolfgang aus Flensburg. Wolfgang. Ich würde gerne nochmal drei Themen zurückgreifen und das ging ja um Musik. Mhm. Deutsche Schlager. Mein Vorschlag wäre, weil ich denke mal, das tut uns alle gut, weil, also wie ich damals so 14, 15 war, da warst du 19. Mhm. Das war ja eigentlich die schöne Musik und da gab es ja wirklich englische Musik und deutsche Musik. Ja, das ist also richtig. Die Zeiten, da können wir uns ja alle gut dran erinnern. Und ich denke mal, das würde uns alle gut tun, solche Musik. Ich weiß nicht. Also nur als Wahl. Ja. Bitte? Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Also, naja. Nee, ich weiß nicht. Ja. Naja. Naja. Ja.
dir? Ja, ist das so? Ist ja nur, weil du sagtest hier deutsche Schlager. Ich bin ja nur wenig, ich bin ja normaler eigentlich bin ich ein Rocker. Aber diese Musik, so Marianne Rosenberg und so, George McRae, das spielt er ja ab und zu. Ja, das ja. Das ist für mich Musik, wo ich wirklich in mich komme, weißt du? Ja, er so, gehört zu mir, ne? Wie der Zettel an der Tür so ähnlich, ja. So entspannt. Ja, ist schon klar. Ja, das machen wir aber zwischendurch. Das kommt schon. Ja, das sagte ich ja gerade. Ja. Mal so eine halbe Stunde. Oder eine Stunde auch mal, so eine halbe Stunde oder eine Stunde dazwischen, das machen wir schon. Oder auch hier, die auch ich auch sehr gerne höre, Rosenstolz, ja, das machen wir schon, ja. Ja, sowas mag ich ja gar nicht, aber das ist ja immer Geschmackssache. Doch, die magst du. Doch, dann, pass auf, ich such dir einen raus, dann kannst du die gleich hören. Okay. Also Rosendingsbums hat hier nichts mit zu tun oder so. Nee. Dann mach ich dir, was ich hatte, gerade mal weg. Was nehme ich dir? Gib mir Sonne, kommt dann gleich für dich, ja? Ja, okay. Das ist lieb von euch. Okay. Alles klar. Tschüss. So, also für alle dann natürlich, ist ja logisch, ne? Ja, dann stellen wir den mal aus hier. So, aus. Und jetzt kommt zuerst Reinhard May, der uns was sagen möchte. Und dann kommt der Sonne. Können wir alle gebrauchen. Ist zu wenig da. Bis dann. Ciao. Oh. Ups. Upsala. Da ist der Butter kaputt gegangen. Na. Ja. Dann würde ich ganz gerne mal zu Was keiner wagt von Reinhard May mal etwas Informatives noch dazu tun. Viele kennen ja dieses Lied nun, das hat auch Konstantin Wecker seinerzeit auch mal gesungen. Es wurde irrtümlich dem lieben Goethe zugeschrieben, aber Tatsache ist, dass ein Lothar Zenetti dieses Zitat dann zum Besten, also selbst verfasst hat und so weiter und so fort. Und dieses hat er noch viele Male gemacht, also 150 Stück. Und falls jemand wissen will, wer das mal war, Lothar Zenetti ist ein römisch-katholischer Theologe gewesen, Priester und Schriftsteller. Er war seinerzeit derjenige, der geschrieben hatte, so Humor in der Kirche. Ja? Und finde ich ganz interessant, also für alle, es war Lothar Zenetti. Ja, ja, okay. Und jetzt wir haben Telefon. Guten Abend, hier ist die Feierzeit. Ja, guten Abend, hier ist Wolfgang nochmal aus Flensburg. Also erstmal sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Mhm. Das hat mir doch gefallen. Und Reinhard May mache ich sowieso gerne hören. Ja. Ja. Also, jetzt machen wir eine Musiksendung aus Freiheitszeit. Ja, nee, das tut halt ja auch mal gut sowas. Ja, ja. Wie gesagt, viele sagen dann auch, ich will ja ein bisschen Ärger. Deutsche Musik, ich will deutsche Musik und dann lege ich Rammstein auf. Kennst du die? Oh, die, das ist ja mein Ding. Ehrlich? Ja. Ja, ich will. Das ist mein. Ja, nicht schlecht. Ja, nee, ich bin, Uwe, nochmal, ich bin Biker, ich bin auch ein Rocker, aber ich bin so ein Herzensmensch. Mhm. Weißt du? Sind die oft. Und ich finde, manchmal singen so Rockgruppen auch das, was man so empfindet. Ja, und das sind ganz oft Herzensmenschen, habe ich festgestellt. Also die sogenannten, die Hooligans und die Rocker, ja, die sind nämlich... Das sind eigentlich richtige Menschen, sage ich mal. So ist das nämlich, ne? Ja. Ja, ich weiß. Ja? Bin zwar selber weder das eine noch das andere. Fußball interessiert mich nur, tangiert mich nur peripher. Mich auch nur. Ja, aber die Rockerszene und so kenne ich durch ein paar Freunde, die durch meine berufliche Tätigkeit auch, die ich kennenlernen durfte. Und ja, die sind ein bisschen rau manchmal, aber es sind alles gar keine schlechten Leute. Ne? Das sind tolle Menschen. Ich habe 3 Monate in Kopenhagen gewohnt, mit den Rot-Weißen zusammen. So, ja. Durch meine beiden ältesten Brüder. Du glaubst gar nicht, was ich für eine tolle Zeit erlebt habe. Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Das sind so eine herzige Menschen und die sind auch kinderlieb und die oder die mögen auch Tiere, also Hunde oder so, weißt du, das ist so alles, ah, das sind Menschen, mit denen kann man offen reden, die nehmen einen das nicht so krumm, sowas liebe ich ja. Mhm. Weißt du? Geradeaus sind die, so wie die Leute. Geradeaus. So wie die Leute. Ich auch so an die, Entschuldigung. Genau, so wie die Leute im Ruhrgebiet zumindest früher auch mal waren, die haben dir auch direkt, die haben dir auch direkt gesagt, wenn ihnen was nicht passte, und zwar genau so, wie sie es meinten. Oh. Und dann war die Sache gut, ne? So soll das sein. Alles so klar. Soll das sein. Alles klar. Jo. Wie gesagt, nochmal vielen Dank und ich habe mich da persönlich angesprochen gefühlt heute. Wunderbar, ich danke dir. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. Jo, sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Oder hatten wir eins? Ja, ne? Allianz Erde haben wir mit angefangen. Und dass alle Menschen auf diesem Planeten im Prinzip sich aufmachen müssten und sagen, okay, Leute, ihr habt uns jetzt hier ein paar Jahrzehnte mindestens, eher ein paar Jahrhunderte in diverse Kriege getrieben. Ihr seid immer die gleichen Komiker, ja. Und wir haben jetzt beschlossen, wir wissen wirklich gar nicht, überhaupt nicht, wie wir ohne euch klarkommen sollten. Ja? Euch sogenannten Abschaum, Elitenabschaum. Wir haben keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Und weil wir das nicht wissen, werden wir das ab sofort jetzt ausprobieren, ne? Und genau das machen wir. Und ich prophezeie mal, wir werden sehr gut klarkommen ohne sie und sogar viel besser, als wir uns das aktuell überhaupt in der Masse vorstellen können. Wir brauchen die überhaupt nicht. Die haben wir eigentlich noch nie gebraucht. Man hat uns nur immer erzählt, wir würden sie unbedingt brauchen. Das finde ich aber unverschämt von dir, Uwe. Wie sollen die aber ohne uns auskommen? Du hast ja gar kein Mitgefühl für die. Volltreffer. Ganz genau das ist das. Die haben nämlich keine Chance, ohne uns auszukommen. Sehr gut, ne? Zum Beispiel kleiner Hinweis war ja, wie lange hatten wir denn offiziell keine, naja, ich sag mal, Scheinregierung nach der Wahl, wo sie sich nicht entscheiden konnten, ob sie GroKo machen oder nicht, obwohl sie ja gesagt haben, es würde niemals in Frage kommen. Und waren ja über 100 Tage. Also wir waren über 100 Tage ohne geistige Führung. Ja, na, da sind wir schon länger ohne. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Ja, hallo, grüß Gott, du, hier ist Alexander. Alexander. Schönen guten Abend. Ja, das Stichwort ist eben gefallen. Wir können ohne diesen tollen, wunderbaren Menschen nicht auskommen. Mit diesem Abschaum und dem Müll. Ja, wohin eigentlich mit diesem Dreck, frage ich mich. Ja, wir wissen ja nicht, alle nicht, haben Sie denn auf der flachen, viereckigen, 26-eckigen, konkaven, konvexen, runden, was weiß ich, Erde, haben Sie denn da eventuell doch Fluggeräte, die diesen Planeten verlassen könnten? Ja, aber diesen Sondermüll, den will doch niemand im Universum haben. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein freiwillig jemand irgendwo, egal wo, in welcher Milchgalaxie, sich dem annimmt, Uwe. Meinst du, kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du, schick uns wieder zurück? Ein Absender zurück, ja? Oh Gott. Kann passieren, durchaus. Ja, so, es gibt doch also noch da haben wir uns ja auch aufs Eingelassen, würde ich sagen, oder? Ja. Jetzt müssen wir nicht wohin mit dem Sondermüll. Es gibt doch noch, Alexander, es gibt doch noch die schwarzen Löcher. Was denkst du, was die alle schlucken? Gibt es die tatsächlich, ja? Also wenn die für die vorgesehen sind, dann soll es mir auch recht sein. Ja, alle Löcher zu den Löchern. Da würde ich mich sogar sehr darüber freuen, ja. Ja, ne, sowas, Parole. Ja, ja, ja. Kurz von mir dazu, das ist mir gerade so spontan in den Sinn gekommen. Alles klar, also für den neuen Volksrat... Und alle Landräte, die zu dem Bereich Umweltverschmutzung und Entsorgung gehören, macht euch bitte Gedanken, ja?
Wohin ja, damit? Ja. Ja, alles klar, gut, dass ich das Amt nicht habe. Ja, also. Genau. Okay, ich danke dir für den Abend. Ja, dann schönen Abend noch, Uwe. Ebenso, bis dann, tschüssi. Danke, salut, ade. Ja, für die Abteilung Müll weg. Oder wie heißt das? Nur mal so eine Sache, es gab eine Information in Bezug auf den Dreck, der da wegkommen sollte. In Zukunft dürfte dann jeder einen Hund halten dürfen oder haben dürfen. Dann gäbe es genügend Hundefutter. Oh. Ich weiß, es ist böse. Aber Hunde haben ja auch Geschmack, die essen keinen Müll. Ja, vielleicht können wir das erweitern, dass jeder auch blöde Hunde halten kann. Und das wäre ja auch eine Art von Unterbringung. Dann, ne? Na gut, Scherz beiseite. Wie gesagt, wir sollten unbedingt ausprobieren, dass die, die uns unbedingt brauchen, wir aber gar nicht brauchen, dass wir sie dann auch wirklich mal ja, links liegen lassen. Oder rechts, ist auch egal, wo. Auf jeden Fall liegen lassen. Wir können das mit Sicherheit sehr viel besser alles untereinander regeln. Die Menschen sowieso auf dem ganzen Planeten, behaupte ich. Jedes Land hat ja so seinen eigenen Abschaum. Und dieses Entsorgungsproblem wird also weltweit zu lösen sein. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Grüß dich, Uwe. Hier ist Horst aus Thüringen. Horst. Ich habe ein schönes Lied gefunden. Wollen wir da mal kurz reinhören? Noch eins. Ja, dann mal los. Ja, das ist für die BRD. Für die BRD? Für ja. Die BRD. Au, na ja, ja gut. Ich spiel's mal kurz an. Weiß gar nicht, ob das für den Sender zulässig ist. Ja, mach mal. Ja, genau. Habt das alle gehört? Nein. Oh, spiel mir das Lied vom Tod. Ja, ich hatte Ihnen ja auch schon mal ein Lied gespielt. Ja. Kann ich auch gleich gerne nochmal tun. Das war eine Empfehlung, falls Sie dann nicht wissen, ja, was Sie dann machen sollen. Ja? Das war dann meine Empfehlung. Wie gesagt, ich suche es mal raus und dann können wir das ja gleich noch, eins spielen wir dann noch, als Empfehlung nehmen, damit Sie sich besser orientieren können. Du meinst jetzt Uwe, zu dem Thema Ladyboy hatte ich euch eine E-Mail geschrieben. Ach, du bist das. Ja, ich wollte mal, dass ich mit dir direkt über Skype oder so mal sprechen kann. Skype habe ich nicht. Das ist ein Thema, was man auch so nebenbei behandeln muss. Ja, aber nur nebenbei. Wie gesagt, die Problematik. Ja, nur nebenbei, aber ich hatte ja geschrieben, dass wir die Leute auch mitnehmen müssen. Ja, die nehmen wir ja mit. Mach dir mal keine Sorgen. Wir haben also auch in Reihen der verfassunggebenden Versammlung viele Menschen verschiedenster, sagen wir mal, verschiedenster Richtungen, hätte ich mich mal so ausdrücken. Und sie werden natürlich mitgenommen. Es besteht überhaupt keinen Grund, sie in irgendeiner Weise fallen zu lassen. Und wie man das später beurteilt, wodurch das Ganze entstanden ist, wie das kommt, das wird auch sicher ein Thema sein. Aber da wird niemand zurückgelassen, mit Sicherheit nicht. Also ich kenne zum Beispiel zwei Frauen, die das Problem genauso haben und die sind aus der Unterschicht. Also da ist nicht irgendwie mit Hormonen oder irgendwas gemacht worden. Aber ja, ich würde mich da gerne mal mit dir über Skype unterhalten. Mhm. Nö. Darf ich ganz kurz einen Vorschlag machen? Sei doch bitte so lieb und komm doch in den Mumble. Genau. Ja, das habe ich noch nicht hingekriegt. Ja, dann rufe bitte eine Infostelle aus deinem Bundesland an und derjenige wird dann eine Lösung finden, wie du dich in den Mumble hineinzwängen kannst. Und dann kannst du dort sehr, sehr gerne viele Fragen stellen oder auch Antworten erhalten oder wie auch immer. Ja. Thüringen war ich schon mal drin, aber da war ich jetzt nicht da. Da muss ich dann irgendwie sehen, dass ich anders rankomme. Naja, also Thüringen hat sich keiner gemeldet am Telefon. Na, gucke. Dann schreib doch einfach mal eine E-Mail und wenn du in Thüringen nicht weiterkommen solltest, dann schreib doch einfach eine Mail an studio@ddb-radio.de, steht über dem Studio und da wird dir sicher einer helfen. Gar kein Ding. Na klar, aber könntest dich ja mal über Skype melden. Dicky fand mit 2G. Jetzt ist hängen geblieben. Okay. Dicky fand mit. Ja, Leitung put.
Da war er nochmal? Habe ich nicht gehört. Okay, aber ist ja, ich sage es dann nochmal an dieser Stelle, also wie gesagt, Kontakt zu finden mit den entsprechenden Stellen bei der verfassunggebenden Versammlung, das dürfte doch gar kein Problem sein. So viele Informationsdinge sind da, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, alles Mögliche, also das kriegt doch jeder hin, oder? Na. Und man kann ja noch als Nebensatz dazu geben, wenn man in seinem Bundesland jetzt nicht jemanden am Apparat erwischt, ja, meine Güte, dann ruft doch einfach ein anderes Bundesland an. Kein Problem. Ja. Ja, dann machen wir noch schnell die Empfehlung für die Menschen in der Bundesrepublik, damit sie sich, also für die sogenannten Abschaumeliten, falls der Tag jetzt eintrifft in ja, greifbarer Zukunft. Kleine Empfehlung, ihr Weg ist dann dieser. Wer kann Englisch kann, wir übersetzen dann den Refrain nach dem Lied. Gerne. Bis gleich. Ja, dann hätten wir das ja auch geklärt, ne? Oder? Hallo, noch jemand da? Ja, ich bin noch da. Ich bin gerade am Philosophieren, ob es da nur hell ist oder heiß ist. Ja, ich weiß nicht. Aber das wäre doch, ist doch eine gute Empfehlung, oder? Ja, für so einige, ja, unbedingt. Die kommen daher, die sollen da zurück, bitte. Ja, die Hauptstraße in die Hölle, oder wie? Ja, Autobahn, ne? Autobahn, ne? Autobahn in die Hölle. Jetzt habe ich schon wieder eine Mücke hier im Studio. Pfui Deibel. Naja. Ja, jetzt haben wir noch einige Texte. Hallo zusammen. Abstammungsnachweis. Wie, was? Moment. Ja, hallo zusammen. Ich würde gerne der VV beitreten und auch meine Abstammung nachweisen. Nun meine Frage, sind die übermittelten Daten und Unterlagen sicher aufgehoben? Nein. Wir heften die draußen alle an die Hauswand und machen noch einen Pfeil hin. Hier Unterlagen von. Und habt ihr keine Angst, dass, wenn die VV größer wird, der Staat versuchen wird, irgendwie einzugreifen? Ja, kann er ja. Es ist ja die verfassunggebende Versammlung und die verfassunggebende Versammlung ist ja sozusagen sein Chef. Ja, er kann greifen, nicht? Und einzugreifen. Bei Facebook und YouTube wird ja zensiert, gelöscht und zeitlich gesperrt, um die Nutzer Maß zu regeln. Ja, das Problem ist ganz einfach, dass sie mit der verfassunggebenden Versammlung sehr vorsichtig umgehen bis dato, auch keine Kritik üben. Auch die Medien schweigen sich also vollkommen aus über die verfassunggebende Versammlung. Da stellt sich die Frage, warum denn? Warum ist das denn so? Erste Teilantwort zu den Fragen. Natürlich sind die Unterlagen sicher aufgehoben. Ist doch wohl selbstverständlich, denn das sind ja auch unsere eigenen dabei. Ja? Das dürfte wohl sich von vornherein verstehen, dass das gar nicht anders sein kann. Zum anderen sind die Unterlagen, die geschickt werden, ja auch der Bundesrepublik, wenn man so möchte, auch bekannt, denn sie kommen ja von dort. Ja? Von daher kann man also auch nicht davon ausgehen, dass da irgendetwas im Falle eines Falles, der niemals eintreten wird, herauskommt, was sie nicht sowieso schon alles längst wüssten. Ja? Und das Zweite ist eben die Beantwortung. Die verfassunggebende Versammlung wird ignoriert, aus gutem Grund. Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, juristisch gesehen, auch auf der Grundlage der aktuellen geltenden Gesetzgebung innerhalb der Bundesrepublik und des Grundgesetzes für die Bundesrepublik, macht die verfassunggebende Versammlung nichts, aber auch gar nichts, was diesen Grundsätzen entgegenstehen würde. Das heißt, sie greift damit die Bundesrepublik nicht unmittelbar an, sondern es sind ihre Statuten, die aus ihrer Sichtweise verwendet werden. Ja? Zum Zweiten
besteht die verfassunggebende Versammlung natürlich über der Bundesrepublik, wie sie selbst im Artikel 25 ihres Grundgesetzes definiert, nämlich im höheren Völkerrecht. Alles in allem, noch einmal, wird die Versammlung ignoriert, auch in der Presse ignoriert, denn es könnte ja sein, dass doch einige Menschen hingehen, und zwar sehr viele unter Umständen, und die Dinge einfach mal nachschauen, nachprüfen und zum ersten Mal in ihrem Lesen, Leben etwas aus dem Grundgesetz lesen. Und wenn sie das gelesen haben, sagen wir mal, 5 Millionen das gelesen haben, dann hat die Bundesrepublik ein Problem. Und dieses Problem wollen sie aber gar nicht. Deswegen tun sie so, als wenn es uns gar nicht gäbe. Und je mehr Wirbel und Staub sie aufwühlen würden, umso größer wird ihr Problem. Nicht unser Problem. Ihr Problem wird viel größer werden, weil nämlich dann plötzlich Stimmen kommen, die sagen, Moment mal, was ist denn das hier? Steht ja alles da drin, was die da sagen von der verfassunggebenden Versammlung. Dafür muss ich noch nicht mal wissen, dass die Bundesrepublik gar nicht mehr existiert. Dafür muss ich nicht wissen, dass das Grundgesetz nicht mehr rechtswirksam ist, dass es weggefallen ist. Dafür muss ich keine Zusammenhänge wissen, nichts wissen, null wissen, einfach nur ein ganz normaler BRD-Bewohner sein, um mich durch das Grundgesetz und die von uns zitierten Paragraphen zu vergewissern, die Bundesrepublik Deutschland, die veräppelt mich hier. Die ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Und das wagen sie bislang nicht. Schade eigentlich. Wir warten drauf, dass sie genau das tun. Ja, dass sie anfangen, in den öffentlich-rechtlichen Sendern über die verfassunggebende Versammlung herzuziehen mit der Blödnummer Reichsbürger etc. oder rechtsradikale Esoterik-Nazis, ja? Oder irgend so ein Schwachsinn. Genau das sollten sie bitteschön tun. Dann haben sie nicht mehr lange. Dann spielen wir hier wieder das Lied Highway to Hell. Ja? Sollen sie ruhig machen. Ihr müsst das einfach immer richtig rumsehen und nicht immer verkehrt rumsehen. Die Angst vor etwas, was man den Menschen als Geschichte erzählt, die aber ausgegraben eine große Waffe ist für die Menschen. Die ist einfach vollkommen unbegründet. Sie, wenn sie das wagen sollten, die verfassunggebende Versammlung in der Mainstream-Presse zu zerreißen, dann werden wir sie zerreißen. Oder besser gesagt, sie wird's zerreißen. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo sie daran nicht mehr vorbeikommen. Und dafür arbeiten wir hier. Keine Möglichkeit mehr haben, dieser Aufklärung auszuweichen. Und alle Menschen, die sich aufmachen und dieser Versammlung, das ist ja ihre Versammlung, die Versammlung aller, die Kraft verleihen, das zu bewerkstelligen, dass sie endlich über uns zu schimpfen beginnen. Ich meine nicht so ein paar Heinis im Netz, ja, so ein paar geschickte Trolle für 45 Euro die Stunde, die auch ihre Großmutter noch verkaufen würden, die meine ich nicht. Sondern ich meine die Mainstream-Presse, die sie richtig vorkommt und dabei eigentlich nur noch Zettel und Abschreiber sind von dpa oder Reuters Nachrichten, ja. Hier, ihr neueste Nachrichten, schreibt mal ab. Von Reuters gerade reingekommen. Okay, mache ich. Das ist ein Journalist dann, ja? Toll. Diese Leute, die müssen sich aufmachen und gegen die Versammlung antreten. Wir freuen uns drauf, dass sie das tun. Das ist der Anfang ihres Untergangs, wenn sie das beginnen. Nichts gibt es. Null.
gar nichts an irgendeiner juristischen oder sonstigen Erklärung, die man vorbringen könnte und eine verfassunggebende Versammlung, insbesondere in den deutschen Gebieten, mit diesem Grundgesetz, was sie als gültig erzwingen, voll gegen die Wand zu fahren. Guten Abend, hier ist die Freiheitszeit. Ja, guten Abend, Uwe. Ich bin das nochmal, Wolfgang aus Flensburg. Wolfgang. Das fand ich ja toll, wie du dich da reingesteigert hast mit der Rockmusik und so. Alles wunderbar. Wir haben uns auch köstlich amüsiert, meine Verlobte und ich. Ich habe aber nochmal einen kleinen Text möchte ich gerne nochmal vorlesen für unsere Landsleute. Okay, na bitte. Danke. Hört auf, euch zu quälen, geht nie wieder wählen. Seid schlau und kommt in die VV. Denn eins kann ich euch sagen, sie werden es nicht wagen. Wenn die Deutschen zusammenhalten, wird ihre Macht einfach erkalten. Geht nicht, gibt's nicht. Das wollte ich nur mal durchgeben. Ja, alles klar. Danke dir. Okay, bis bald mal. Alles Gute. Jo, danke dir auch und deiner Lebensgefährtin. Tschüssi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, wie gesagt, ganz einfach ist das. Und wie gesagt, die Frage hier von Jan heißt er. War natürlich nicht so ernst gemeint mit dem, wir kleben die draußen an der Wand. Aber wie können wir uns denn solche Frage stellen? Natürlich sind die Unterlagen sicher, ist doch wohl gar kein Ding. Oder machen wir den Eindruck, als wenn wir den Kopf nur zum Haare schneiden hätten? Na, gucke. Und die andere Sache, wie gesagt, mit dem Angreifen. Ja, was wollen sie denn machen? Was wollen Sie denn machen, außer der... Ja, jetzt hört man ihn nicht mehr. Ja, jetzt ist er weg. Naja, dann können wir ja vielleicht noch dazwischen funken mit einer E-Mail, die gerade reingekommen ist. Hallo ihr Lieben, geniale Musik heute. Danke. Könnt ihr meinen Mann bitte noch erklären, was DDB... jetzt ist weggerutscht. DDB bedeutet. Ich kann es ihm leider auch nicht erklären. Danke für die super Sendung. Ich sag mal jetzt nicht die Namen dazu. Man weiß ja nicht, ob das erlaubt ist. So, wenn ihr... Uwe, bist du schon wieder da? Nee, er ist jetzt ganz raus. Okay. Ich suche mal die Seite mal raus, weil die Passion, ja, habe ich jetzt auch nicht gerade auf dem Schirm. Deutsche Depeschen Agentur. Nee. Deutsche Depeschen Bild- und Tonagentur. So, und dann kannst du ja nochmal gleich sagen, auf welcher Seite zu finden. Dann können die Menschen, die zuhören draußen, doch mal darauf gehen. Achso, meinst du mal? Ja, wenn du das gerade hast. Entschuldigung, das ist www.ddbradio.org. Da findet man das. Ja, wunderbar. Naja, und auf jeden Fall kann ich noch eins zum Besten geben, wenn gewünscht. Die Information, dass die VV ja noch nicht so bekannt ist oder die Menschen immer noch woanders sind als bei der Aufwachphase, dem kann ich mittlerweile nur noch sagen, hier in Brandenburg ist es so, da habe ich auch gedacht gehabt, dass sehr viele Menschen überhaupt gar nichts wissen oder nicht wissen wollen. Das stimmt gar nicht. Also wir haben hier zum Beispiel Visitenkarten schon verteilt von DDB Radio und auch von der verfassunggebenden Versammlung. Und siehe da, es ist wunderbar gewesen. Ich habe dann auch mit Menschen gesprochen auf der Straße und da war das so, da haben sie gesagt, ach, DDB Radio kenne ich, das ist alles gar kein Problem, das hören wir fast tagtäglich, außer natürlich an den sendungsfreien Tagen, ja. Und da war ich auch sehr, sehr verwundert. Kannst du dir das vorstellen, Patricia? Ja, viele Menschen hören uns eigentlich zu, auch wenn sie das nicht sagen. Ich denke, es ist halt der Druck von außen, dass sie abgestempelt werden würden, wenn sie es denn zugeben würden, so wie Stefan das sagt. Dann wird man beiseite genommen, dann wird ganz heimlich gesprochen und ach ja. Und die Menschen stehen praktisch zwischen zwei Welten. Das ist doch traurig, oder? Ja.
Aber wenn du mal überlegst, schau mal, viele werden es ja auch schon gesagt haben, ja, sind die denn alle gar nicht wach geworden? Man geht mal einkaufen. Ja, was denkt ihr denn? Sind denn den Leuten ist es ja nicht auf die Stirn getackert, dass sie schon Bescheid wissen? Und wir gehen ja selber auch nicht immer unbedingt beim Einkaufen hausieren und sagen, hey, ich bin bei der verfassunggebenden Versammlung. Aber das wird schon noch kommen, dass die Menschen sich nach außen präsentieren. Hallo, lieber Uwe, bist du doch wieder reingerutscht? Ja, irgendwie habe ich was Falsches gesagt. Ja. Nein? Ja, irgendwie war das Netz weg. Nee. Och, ich glaube, okay, die wollten dir ein Zeichen geben, Uwe. Ein Zeichen. Weil du gefragt hast, was wollen sie denn machen? Da warst du verschwunden. Ja, ja. Das kann sein. Ja, das hilft aber auch nur kurzzeitig. Da gäbe es. Die Antwort hast du gegeben. Die können uns ein paar Minuten unterdrücken, aber danach sind wir wieder da und zwar stärker als vorher. Genau, ja. Ja, vielen Dank fürs Weitermachen erst. Tut mir leid, schwuppdiwupp, da war der Router, hat sich verabschiedet. Naja. Das kommt ja schon mal vor. Wir hatten hier eine E-Mail bekommen, wo halt eine Dame gerne wollte, dass man ihrem Mann erklärt, was das DDB vor dem Radio bedeutet. Und Patricia hatte das zwar so beantwortet, aber vielleicht hast du ja noch eine kleine Anekdote dazwischen, wie das DDB überhaupt zustande kam. Vielleicht. Ja, das ist eine Weiterentwicklung von das Deutschlandprojekt, was davor vor der verfassunggebenden Versammlung mal lief, was ich einige Jahre gemacht habe, und ich habe das dann übernommen und habe da die Deutsche Depeschen Bild- und Tonagentur draus gemacht. Und so ist das entstanden im Grunde. Aus einer vorherigen Entwicklung heraus ist das später dann halt so genannt worden. Ne? Ja, jetzt haben wir schon kurz vor Ende. Und ich möchte natürlich jedem die Gelegenheit geben, noch zu sagen, was er denn heute so gesagt, gehört und gedacht hat in der Sendung. Ja? Fangen wir wieder mit dem Wolfgang an. Ja, bitte. Herzlich gerne. Das Grundresümee aus dem Ganzen stellt sich für mich immer noch die Frage, ob es dann auch meinem Herzenswunsch denn irgendwann mal entspricht, dass die komplette Menschheit auf diesem wunderschönen Planeten auch wirklich es zusammenfinden kann, eine Verfassung für sich alle dann dementsprechend auszuerarbeiten, wo natürlich der allererste Schritt hier mit unserer VV in Deutschland dann natürlich wunderbar nach vorne getragen wird, damit wir diesem Schritt wirklich diesen einen Punkt immer näher kommen. Ja, Stefan. Na, Stefan gar nicht da. Okay, dann machen wir bei Patricia weiter. Ja, mein Herzenswunsch ist es wirklich, dass die Menschen zusammenfinden und das Vertrauen finden, dass es möglich ist, dass es doch einmal friedlich und fair zugeht. Ich weiß, über mehrere Generationen wurde dieses Vertrauen immer wieder zerstört und niedergeschlagen. Und das prägt sich auch in den Menschen ein. Selbst wenn die Großeltern oder die Eltern nicht darüber sprechen, so spürt man es doch. Und man hat dann, ja, denkt man sich, ich bin so klein, ich kann gar nichts machen. So ein Quatsch. Wir sind so viele und wir können so viel machen. Wir können unsere Zukunft selber gestalten. Und das ist unser gutes Recht. Und das sollten wir alle in Anspruch nehmen. Markus. Ich finde, wenn wir alle gut zusammenhalten, dann schaffen wir das schon. Ja, das ist die Frage, ne? Mit dem Zusammenhalten. Das ist immer das Problem, Ingrid, oder? Ja, ich habe im Kopf... Also es wird so sein, dass die noch unsicher sind, das sind ja schon viele aufgewacht, nur die Angst ist noch sehr groß. Wir sind ja schon sehr weit und wenn wir da sind, wird das Volk auch da sein. Die sind ja zwiegespalten, das haben wir ja gerade während der Sendung auch gehört und sie werden hinter uns stehen, wenn wir da sind. Ja, Willi, bitte. Also wir haben in dieser Sendung fast alles gesagt, was man braucht, um das Rückgrat zu kriegen, sich der VV und der Zielstellung anzuschließen.
Wir brauchen jetzt die Menschen, die immer vorne weggegangen sind und die, die neuen, die jung und stark sind, die nach neuen Zielen suchen und nach Herausforderungen, die sich in die erste Reihe mitstellen. Wie es gehen kann, zeigt euch die VV. Machen müssen wir es alle gemeinsam und wir werden es schaffen. Ja, fragen wir auch Stefan nochmal, ob er wieder da ist. Nee. Nee. Aber okay. Er hat was geschrieben. Er hat geschrieben, die Macht und das Recht sind in uns. Lasst uns den Tiger endlich rauslassen. Erinnert mich irgendwie so an eine Aral-Werbung oder so. Das war Esso. Achso, war Esso. Okay, naja. Andere Katze. Ich habe den Tiger im Tank. Nein. Also für alle Zuhörer draußen, aber auch die, die jetzt im Versammlungsraum sind und so weiter. Ich kann euch sagen, habt wirklich Vertrauen. Es gibt eine geheime Gruppe. Das sollte eigentlich nicht ganz so offiziell dargestellt werden. Ich sage nur so viel. Da sind Menschen bei, die in hochrangigen Positionen in der BRD tätig sind, aber auch an bestimmten Punkten, zu nah will ich auch nicht reingehen, aber auch mit Strom und so weiter. Sie haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, die definitiv gegen die BRD agieren, nur dürfen sie nicht bekannt werden. Das ist eine Tatsache. Und diese haben schon vor über 15 Jahren, weit dahinter, haben sie sich zusammengeschlossen und agieren gegen das, was gegen uns startet, kann man so sagen. Also habt Geduld, sie werden sich zum geeigneten Zeitpunkt ganz offen zu unserer Seite stellen. Ja, hoffen wir nicht, dass Flugscheiben dabei sind. Nein. Okay, dann bin ich beruhigt. Das war die Freiheitszeit heute am 11. Mai 2018. Wir bedanken uns fürs Zuhören wieder einmal. Und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung am Sonntag in der Bürgersprechstunde um 19 Uhr deutsche Zeit, 20 Uhr BRD-Zeit. Und der restliche Sendeplan ist ja längst bekannt, natürlich. Ja, passt auf euch auf, ne? Und bis dahin, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Und ich wünsche euch alles, was ihr mir auch wünscht. Bis dann. Tschüss.